Und willkommen zum zweiten Teil. Lass uns marschieren. Sehr gut. Die ersten zwei Blöcke hast du jetzt hinter dir. Das war unser erster Teil und jetzt geht's weiter. Wir starten. Double Step Touch. Komm mit nach rechts. Große Schritte. Hey, so groß, wie du Platz hast. Ja? Arme dazu. Oh, schön kreisen. Komm, wir machen noch zweimal. Ja. Und marschiere. Sehr gut. Nächste Bewegung. Wir machen Beinlift hinten. Rechts, links. Ja, locker das Bein anheben. Schön gerade. Ja, für die hintere Oberschenkelmuskulatur. Gut für die Beine. Und für den Po. Oberkörper leicht nach vorne gelehnt. Nimm die Arme mit, komm. Lange Arme, wenn du willst, oder nach vorne. Ja, du hast die Wahl. 8 Stück noch. Hip. 4, 3, 2, marschiere. Hip. Wir gehen in den Double Step Touch. Komm mit nach rechts. Nimm die Arme gleich schon mit. Körperspannung in der Mitte. Noch einmal und hinten, Beinlift, hier, bleib am Platz. Noch 8, langes Bein, ne, Bauchnabel fest. 4, 3, 2, marschiere, sehr gut. Nächste Bewegung kennst du. Auch hier setzen wir die Kniebeuge hinten ran, ja? Parallel. In 4, 3, 2, let's go. Es geht tief und hoch. Ja, super Übung für den Knackarsch. Noch 4 und 3, 2, sehr gut. Und marschiere. Es geht Double Step Touch. 4, 3, 2, wir gehen los. Oh. Schön nach hinten kreisen. Lange Arme. Komm, Power. Noch 2 Doubles. Letzter. Und jetzt kommt Beinlift hinten. Hip, 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 hip. Langes Bein. Huh. Huh. Komm, noch 8. Schön zum Üben. 4, 3, 2, Kniebeuge, tief, hoch, buh, Oberkörper leicht nach vorne, Knie über den Fußspitzen, ne, achte auch auf deine Technik. Noch 2, hip, hip, marschiere. Ne, zwischendurch immer mal kurz checken, bin ich noch in der Bewegung, ne, wie mache ich die Bewegung? Und dann mit Vollkaracho geradeaus weiter. Okay, Double Step Touch. Bist du bereit? 4, 3, 2, let's go. Hip. Ganzkörper-Workout hier. Kalorien verbrennen, Fett verbrennen, alles zusammen. Hip, Beinlift. Sehr gut. Komm. Und Kniebeuge. Hip. Tief. Und hoch. Tief. Noch 4. Hip. Nimm die Arme mit. Langer Rücken. 2. Alles von vorne. Double. Nach rechts. Okay, 2 noch. Schön kreisen, nicht einschlafen hier. Und Beinlift hinten, jetzt. Langes Bein, komm, streck dich lang. Kniebeuge. Ja, zusammen machen wir das. 4, 3, 2,
Einmal noch, double. Hüpp. Kreise etwas größer, wenn du mehr möchtest. Letztes Mal. Bein lift. Ne, schön langer Rücken. Langes Bein. Und Kniebeuge. Tief, hoch, tief, hoch. Hoch nach hinten raus. Herrlich. Vier. Oh. Zwei. Und marsch it up. Oh, zack. Marschiere. Zeig dir auch gleich den nächsten Schritt. Heute geht das flott hintereinander weg. Wir wollen keine Zeit verlieren. Step kick. Das ist der nächste Schritt. Easy. Ja, nimm die Arme mit. Arme boxen. Wenn du mehr möchtest, hier oben. Jawohl, sehr gut. Letzte acht. Vier, drei, zwei, marschiere und auf rechts. Nächsten Schritt zeige ich dir langsam. Es ist ein Ausfallschritt zur Seite, ja? Du machst einen großen Ausfallschritt, kommst in dieser Position an und holst das Bein wieder zurück. Ja, dann geht es zur anderen Seite. Ausfallschritt, hier gucken, anpeilen, wie viel Platz du hast und zurückholen, ja? Ausfall und zurück. Wichtig ist, hier richtig schön abdrücken vom Boden und Knie bei der Fußspitze, ja? Bitte nicht nach innen das Knie oder irgendwie so, sondern wirklich hier eine Linie, das Knie über dem Fuß, ja? Okay, machen wir im Fluss die große Ausfallschritte zur Seite. Du hast hier ein bisschen mehr Zeit. Ja, eins, zwei, drei, vier. Aber es ist doch schon dann recht zügig, weil die Bewegung eben groß ist, ne? Schön die Knie nach außen. Okay, marschiere. Sehr gut. Wir verbinden. Step Kick plus Ausfallschritt. Komm mit. Wir haben ein bisschen Zeit. Also Zeit für ein paar mehr Wiederholungen. Nachher straffen wir das Ganze. Aber erstmal kannst du dich hier richtig auspowern mit den Wiederholungen. Jetzt, Ausfallschritt, es geht los. Oh, rechts. Ne, Körpermitte stabilisieren. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Ne, gerade wenn es nach links bei mir geht. Komm, noch vier. Drei. Zwei. Marschiere. Okay. Kurz was trinken. Und schon weiter. Ja, lass uns in den nächsten Schritt kommen. Knie, Crunches, kennst du schon. Und andere Seite. Boom, 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 boom. Ja, nochmal. Höp, höp. Ja, das wiederholt sich. Die Kniebeuge und die Crunches wiederholen sich. Höp, höp. Noch vier, drei, zwei. Marschiere, wir starten alle letzten drei Bewegungen hintereinander. Boom, boxen. In vier, drei, zwei und let's go. Boom. Noch vier, Ausfall, Schritt und eins, zusammen. Eins.
und Knie. Buh, buh. Na, wir haben jetzt das Ganze gestrafft. 7. Wechsel. Links. Okay, alles von vorne. Step Kick. Große Arme für mehr Power. Ausfall. Schritte. Ja, hier haben wir noch 4 Stück. Oh, buh, zieh, zieh, zieh. 4, 3, 2, wechsel. Hep, 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 hep. Okay, wir marschieren. Machen die letzten beiden Blöcke zusammen. Ja, die Blöcke, die wir jetzt gemacht haben. Es geht los. 4, 3, 2, Double Step Touch. Komm mit. Schön atmen. Noch 2. Oh Mann, das macht so einen Spaß. Letzter. Bein lift. Komm mit mir. Und 8 Stück. Langer Rücken. Und Kniebeuge. Oh ja, danach gibt es einen knackigen Po. Noch 2. Und wechsel gleich in den Step Kick. Hier. Achtung. Jetzt der Ausfallschritt. Bist du dabei? Komm. Nur noch 2. Boom. Oh. Boom. Boom. Zieh. 5, 6. 7, links, 1, 2, 3, 4. Und wir bleiben jetzt auf links, marschieren. Hep. Ja, wir haben wieder einen Seitenwechsel. Und wer kann schon gar nicht mehr reden. Also jetzt machen wir alles auf links mit Double Step Touch und tralala. Bereit? 4, 3, Double. Genau, ich brauche jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Deswegen starte ich weiter rechts. Komm, noch 2. Okay, linke Seite für den Beinlift. Oh, Beinlift. Wir machen mal ein paar mehr hier für links. Ja, einfach, weil es so schön ist. Noch 8. 6. Langes Bein. Letzte 2. Kniebeugen machen wir nur 8. Wie gehabt. Ja, die haben wir sowieso doppelt drin. 4 noch. Und Step Kick. Links. Du erinnerst dich? Komm, auch hier ein paar mehr Wiederholungen. Achtung, jetzt brauchst du wieder Platz nach links. Für den großen Ausfallschritt. Komm mit. 1, 2. Ja, wir können den schon. Oberkörper leicht nach vorne. Körpermitte Spannung. Sehr gut. Komm, noch 4. Hep. 3. Durchhalten. Und Crunch, Crunch, Crunch. Knie zur Nasenspitze. Andere Seite. Hep, 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 hep. Okay, alles von vorne mit links. Double Step Touch. Achtung. Yes. Noch 2, ja? Zum Üben. Und Beinlift hinten. Hep, hep. Bist du dabei? Ich hoffe. Bam. Bam. Komm, gib mir noch 4. 3, 2. Step, Beinkick. Oh, puh. Okay,
Okay, jetzt nur 4 Ausfallschritte. Buh. Schön tief. Hep. Und letzte Bewegung. Zieh. Alles von vorne. Linke Seite. Double Step Touch. Oh oh, mein Platz wird hier knapp. Und Beinlift. 8 Stück nur. Jetzt nur noch 4. Kniebeuge. Hep, hep. Schön sauber. Komm, tief. Es geht Richtung Ende. Du gibst nochmal richtig Gas. 2 noch. Und Step Kick. Ich nehme die Arme hoch. Ausfallschritt. Spannung. Hep. Spannung. Hep. Spannung. Hep. Jetzt. Letzte Bewegung. Crunch. Boom. 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 Und noch mal rechts. Hep. Marschiere auf rechts. Wir sind wieder zurück. Rechte Seite. Da war doch was. Der Übergang. Tief, ne? Und oben. Nochmal tief. Komm. Und oben. Hey. Komm nochmal. Oben. Letztes Mal. Und dann machen wir die letzten 2 Blöcke. Ja, alles hintereinander weg. Beginnend mit dem Double Step Touch zur rechten Seite. Okay. Komm. Marschiere. Bleib bei mir. Sechs. 7, Double, komm. Beinlift hinten. Rechte Seite sind wir jetzt. Heute geht alles ineinander über. Oh, Kniebeuge. Po raus. 4 noch. Oh, 3. Juhu. Step, Beinkick. Das war der. Ausfallschritt. Jetzt. Boom. Bam. Und was kommt jetzt? Bein hoch. Komm. Crunch. Zieh. Zieh. Wechsel. Andere Seite. Und dann bleiben wir hier. Sehr gut. Double. Double. Ich muss hier meinen Platz etwas mehr nutzen. Beinlift. Kniebeuge. Tief. Was macht der Bauch? Was macht der Po? Alle sind in Action, ne? 4 noch. 3. 2. Step. Beinkick, legs. Ausfallschritt. Komm, nimm dir den Platz. Und Endspurt. Hier. Hip, 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 hip. Marsch. Beide Daumen hoch von mir für dich. Alles geschafft. Atme ein. Cool down. Füße öffnen. Schultern. Ja, ein bisschen langsamer kreisen. Kreisen.
Okay, rechter Arm schiebt nach oben. Stretch. Und ab. Sehr gut. Andere Seite. Und stretch. Schieb dich raus. Und ab. Beide Schultern. Komm. Oh, genieße. Das hast du dir wirklich verdient. Und ein Arm zusammenziehen und öffnen. Schultern kreisen. Andere Seite. Komm, zieh dich zusammen, Wirbelsäule rund. Und öffnen. Und kreis. Und stretch. Ja, langsam ab. Kreis die Schultern. Andere Seite und erstmal in die Seite rein. Und dann vertiefen wir, öffnen hier nochmal die Seite. Und stretch und öffnen. Schultern, Kreis. Okay, Füße öffnen. Weite Position. Komm in eine Kniebeuge. Schau, dass die Knie hier schön nach außen schauen. Ne, Fuß Außenkante belasten. Und dann bleibst du entweder hier. Oder wenn du etwas mehr Dehnung willst und auch etwas mehr, ja, etwas flexibler bist, gehst du runter. Okay, bleib auf rechts. Streck das linke Bein. Super Workout. Komm zurück zur Mitte, wieder verlagern. Ne, entweder hier oder hier. Und dann bleib auf der anderen Seite. Streck die linke Seite. Deine rechte, sorry. Ich mache immer alles andersrum, deswegen muss ich immer 10.000 Mal umdenken. Aber es ist natürlich deine linke Seite strecken. Komm wieder zurück zur Mitte, das ist immer einfach. Ne, beide Seiten gleich. Okay. Füße zusammen. Langsam einsammeln. Oberkörper runden und strecken und roll dich ein, streck dich aus, noch einmal, einrollen, werde rund, streck dich aus, komm mit dem geraden Oberkörper nach oben, locker am Platz gehen, okay, und den rechten Fuß vor, flex den Fuß an, schieb den Po nach hinten raus. Komm in die nächste Dehnposition für die Wade und die Rückseite. Beinrückseite. Und wieder nach aufrichten. Fußgelenk in die Hand nehmen. Aufrichten. Oberschenkel. Und das Bein locker. Andere Seite. Stretch. Oh, muss ein bisschen aufpassen, dass meine Haare da nicht irgendwo hängen bleiben. Okay, Wechsel. Letzte Position für heute für den Oberschenkel. Schön aufrichten, genieße die Dehnung hier in der Beinvorderseite. Ja, und dann stell den Fuß ab, locker auch wieder aus hier. Okay. Atme ein. Streckt und aus. Das war dein Workout. Das war dein Cooldown. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast geschwitzt. Ich hoffe, du fandest es anstrengend und hast oder konntest gut mitmachen. Und ich würde mich sehr über dein Feedback freuen. Hinterlass mir unten einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Also, bis zum nächsten Mal. Deine Anna. Tschüss.